Hallo alle zusammen. Ich bin mir sicher, dass jeder von euch die Zukunft sich viel besser vorstellt, als wir es jetzt haben. Wenn wir erwachsen werden, wenn unsere Kinder erwachsen werden, wie wird die Welt aussehen? So wie das jetzt ist, das Konsumformat, wenn es weiter so geht, dann geraten wir einfach in eine Welt voller Tiere. Wir sind aber keine Tiere, wir sind Menschen. In meinem ersten Blog habe ich auch davon gesprochen, dass wir Menschen sein sollen. Nur dann können wir eine bessere Welt schaffen, eine bessere Gesellschaft. Das Projekt, von dem ich euch heute erzählen möchte, heißt Kreative Gesellschaft. Das wurde von Menschen selbst initiiert, weil viele Menschen, Tausende von Menschen, die befragt wurden, sprechen davon, dass sie glücklicher leben wollen, dass sie keine Kriege wollen, dass sie einfach menschlich behandelt werden wollen. Und das ist auch ein ganz natürliches Bedürfnis, weil das ist normal. Warum wir jetzt in dieses Format geraten sind, weil wir unseren tierischen Instinkten einfach gefolgt haben. Aber jeder macht einen Fehler und jetzt liegt das alles in unseren Händen, dies zu verändern. Wenn ich erwachsen werde, wünsche ich mir wirklich, dass ich einfach mal sicher auf mich auf der Straße bewegen kann, überall auf der Welt reisen kann, ohne Hindernisse zu haben, ohne irgendeine Grenzen zu haben. Das ist aber ganz normal. Und in der kreativen Gesellschaft ist alles möglich. Die kreative Gesellschaft wird ein besseres Format von der Gesellschaft sein, das wir uns alle wünschen. Da wird Bildung, Medizin kostenlos und qualitativ hochwertig sein. Da werden alle Menschen einfach einander respektieren. Wir werden unsere Häuser nicht abschließen müssen, weil Diebstahl und so Ähnliches wird einfach in der Gesellschaft nicht mehr gefördert. Das heißt, dass wir die Notwendigkeit weggehen, dies zu tun, weil die Menschen werden sozial gesichert sein. Wenn man aber arbeiten möchte, kann man es tun. 4 Tage die Woche und 4 Stunden am Tag. Das ist normal. In der Zeit kann man eigentlich viel schaffen. Wenn man gerne irgendwo reisen möchte, dann kann man es auch tun, weil die Grenzen offen sind. Man kann sich überall auf der Welt ausbilden lassen, arbeiten und überall denselben Preis bekommen. Die Preise überall auf der Welt, sowohl für Immobilien als auch für andere Dinge, für Essen, werden überall gleich sein, weil es keine Inflation geben wird. Alles wird offen und transparent. Und das muss auch so sein. Es wird eine Selbstverwaltung geben von Menschen, weil jeder wird verantwortlich dafür, was er tut und was in der Stadt passiert, was im Land passiert. Wir werden selber auswählen, wofür das staatliche Geld ausgegeben wird. Einfach selber, weil wir die Verantwortung fühlen für uns, für unsere Kinder, für unsere Verwandte, Familie und einfach alle Menschen. So eine Gesellschaft gab es vor 6000 Jahren, aber ganz wenige wissen davon. Warum eigentlich? Weil es gibt Menschen, die das verbergen, weil das für die vorteilhaft ist, aber nicht für uns. Die verfolgen einfach deren egoistischen Interessen, weil die Macht haben wollen über der ganzen Welt. Und wir lassen es zu. Warum eigentlich? Wir trauen uns nicht zu sprechen davon. Das ist aber jetzt die Zeit gekommen, nicht mehr zu schweigen und anfangen zu handeln. Weil, wie Igor Michailowitsch Danilov sagte, wenn wir vorgestern angefangen hätten, darüber zu sprechen, würden wir gestern anfangen zu handeln und heute schon viel besser leben. Um solche Gesellschaft aufzubauen, muss man erstmal wissen, wie das funktioniert, wie sie aussehen soll. Daraus wurden 8 Grundlagen der kreativen Gesellschaft entwickelt. Es wurde ein Artikel geschrieben, wo drin steht, wie man diese kreative Gesellschaft aufbauen kann.
Das sind auch schon die Etappen der Aufbau kreativen Gesellschaft drin geschrieben. Und der erste Schritt ist Informierung. Das mache ich auch und das kann jeder von euch tun, weil wir als Gesellschaft entscheiden, wie das weitergehen soll. Die Menschen wissen mal nicht, dass es sowas gibt, dass es diese Initiative gibt, dass es die Menschen gibt, die sich vereint haben und einfach die Welt zum Besseren verändern wollen. Die Menschen müssen einfach wissen von der Initiative, von dem, dass sie besser schon morgen leben können und was sie dafür tun können. Und wenn ihr, jeder von euch, mindestens einem Menschen erzählt, dann sind es schon viele Menschen, die das weitergeben nach der Kette. So machen auch andere Menschen aus der Bewegung, die kontaktieren einfach Menschen, erzählen von der Initiative und geben das nach dem Prinzip der 6 Handschläge weiter. Was das für ein Prinzip ist, würdet ihr mich fragen. Das Prinzip besagt, dass jeder, den man kontaktiert, über 6 Handschläge die ganze Welt kennenlernen kann. Somit können wir viel erreichen, wenn jeder von uns etwas tut. Ich würde mir wünschen, dass jeder diese Idee unterstützt und mitmacht, indem er die Leute informiert. Es wird auch eine internationale Konferenz geben, nächstes Jahr 2021, am 15. Mai, wo ihr live auch dabei sein könnt, um zu entscheiden, ob wir in dieser Gesellschaft, in besseren Gesellschaft, kreativen Gesellschaft leben wollen. Wenn ihr auf der Webseite alatraunites.com auf den roten Knopf drückt, wo steht Mach mit, dann werdet ihr den Link zu der Konferenz bekommen, die nächstes Jahr stattfindet. Somit zeigen wir auch der ganzen Menschheit, dass wir immer mehr sind. Jeder von uns ist wichtig und die Stimme von jedem ist wichtig. Denn ohne dich, mein Freund, wird Gesellschaft nicht mehr vollständig. Vielen Dank, ihr alle. Ich wünsche euch Glück und eine glückliche Gesellschaft in der Zukunft. Alles Gute.